Ja, und herzlich willkommen. Weiter geht's mit Fire Emblem Three Houses, Golden Deer Run und der weiblichen Byleth. Und Felix Chaotix ist auch wieder dabei. Hallo Leute, wir sind wieder back Ganz im genau. Business. Stehen einige Sachen hier auf dem Kloster an, wenn ich das so sehe. Also, mal gucken, Ja, was hier und da so ist gefühlt passiert. die nervigste Person in den gesamten Run wahrscheinlich am Anfang. Meinst du Leonie oder? Oh ja. Also ich sag nur am Anfang, irgendwann geht's wieder, aber die ist. Oh. Ja, also was ich so von ihr bisher so erfahren habe, so von ihren anderen Routen, dass sie halt sehr so Fangirl-mäßig von dem anderen Herrn, der hier steht, da sie ist, also dass sie ihren Geralt halt über alles anhimmelt. Fangirl und gleichzeitig ist sie besser wie du. Okay, alles klar. Und sie streitet mit dir im C und B Support. Das ist also so viel sei gesagt. Alles Um klar. diesen Platz, sage ich mal. Dann wird das ja ein richtiger B-Pum-Pum-Punkt-Fight werden wahrscheinlich. Ja, es geht. Der Lehrer denkt sich also, nö. Ich bin zwar immer noch kein Fan von dem Begriff Magistra, aber okay. Ja. Ja, da glaube ich, da haben wir schon mal im Stream gesagt, als ich das gemacht habe. Das soll wahrscheinlich so ein Begriff sein, so ein Synonym, dass es halt cooler, was cooleres sich anhört als Lehrer wahrscheinlich. Die Frage ist also, wie wird es im Englischen ausgesprochen? Also von Japanischen gehe ich mal jetzt nicht von aus, weil Ah. da wird der Sensei ganz normal gesagt. Was wird im Englischen gesagt? Damit das irgendwie Sinn ergibt, ich weiß nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es interessant, wir können schon anfangen mit Rekrutieren. Na gut, man kann es ja leider noch nicht machen, weil kein wird es bisher wahrscheinlich auf B oder C. Hey, was macht denn dieser Kuchen hier draußen? Ja. Bernadettas Gespräche sind richtig geil. Aber gefühlt sind alle Bogenschützen gefühlt interessant. Außer Ignaz. Wo ich dir aber empfehlen kann, tatsächlich Ignaz nur wegen eine Sache zu spielen, und zwar um den Support mit ihm und Raphael zu gucken, tatsächlich. Okay. Ich glaube nicht. Oh, jetzt habe ich dich schon weggedrückt. Egal. Nicht so relevant. Ja. Sie ist mir auch eher so, ja, ist da, aber irgendeine Bedeutung hat sie irgendwie nicht gefühlt. Das ist gefühlt bei jedem Char, der nicht in den Klassen ist, gefühlt. Ja. Aber der Kleine, der zu Rhea so relativ nah steht, also der etwas dunkelhäutigere, weil mir der Name gar nicht einfällt, Cyril. der ist halt für mich auch nur da. Ja, Manuela würde ich aber nicht sagen. Die hat schon ein bisschen mehr Auftritte gehabt, fand ich. Ja, gut. Ach, die gute Marianne. Tut dann schon irgendwo ein bisschen auch leid. So, erstmal ernten. Da fällt mir auch noch eine Story ein. Da gab es noch so bei meinem ersten Run da so eine blöde Quest, die ich nicht mehr abschließen konnte, am Ende, weil mir da so eine Zutat gefehlt hatte, da irgendwie, die man angeblich beim. Ja, doch, ich habe es sogar beim Ernten bekommen, aber die musste man zweimal haben und die habe ich nur einmal bekommen. Und die konnte man auch Irgendwas sonst braucht nicht die. irgendwo bekommen. Ja, das brauchte ich am Ende auch, um was mit Hilda, irgendwas zu essen oder so. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, weißt du was, ich weiß mal jetzt nichts zu tun. Aber da bin ich dann wirklich konstant, da muss ich dann wirklich sagen, also es ist ja schon ein bisschen lackbasierend, wenn man nicht weiß, welche Sache man dafür braucht. Also denke ich mir halt so, nee, danke, lass mal stecken. So, dann wieder mit dem schönen Torwächter reden. Der gefühlt sympathischste im ganzen Spiel, so wenn man überall alles redet. Ja. Alles klar. Der gute alte Marktplatz. Genau. Da können wir jetzt auch zum ersten Mal hin, aber ich glaube, wir können nur Waffen kaufen oder nichts anderes hier machen. Ja, Schmied kommt ja erst ein bisschen später bei Lister, glaube ich, auch noch. Na gut, wir haben auch noch nicht so viel Geld. Ah, wobei ich kaufe mir aber schon mal einen
Ich kaufe mir schon mal zwei Primärsiege, wobei... ich muss mal kurz mal gucken hier, weil das muss ich mich auch langsam Gedanken machen, wie ich welche Einheiten zu was entwickeln möchte, vor allen Dingen, wenn ich es auf schwer spiele. Sollte ich mir da schon Gedanken machen. Aber ich glaube, die Level sind noch nicht dafür zu hoch, als dass es sich lohnen würde. Vielleicht dann höchstens noch Claude wäre vielleicht der erste, wenn, aber... Wobei, ich glaube, Bogenschütze, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich kann hier leider nicht mehr sehen, welche Klassen es da wann gab. Aber ich glaube, die war erst, glaube ich, in der Stufe danach, in der Mittelstufe, ne? Der Scharfschütze. Ich glaube... Oder nicht schon Oberstufe? Ich glaube, Scharfschütze... Ach, hier kann ich sehen, okay. Aber ich glaube, ich kann nicht detailliert... doch. Ja, hier doch, hier kann ich es detailliert sehen, okay. Auf jeden Fall, die Bogenklasse ist erst danach. Und ich glaube, sonst wird es sich nicht lohnen, ihn in irgendwas anderes zu bringen. Dann Scharfschütze? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch, dass es Bogenschütze und dann, da ist, glaube ich, Scharfschütze hier. Ja, genau. Ich sag dir aber gleich, das wird am beim Timestep tatsächlich ein bisschen anders bei dem Typen sein. Okay. Wo ich mich auch ein bisschen gemundert habe. Okay, warum das? Aber okay. Kann man machen. Na, ich kaufe jetzt erstmal zwei, drei von den... Ja, zwei kaufe ich mal von den Primärsiegeln, aber ich denke, die werde ich noch nicht in der nächsten Zeit benötigen. Ist für mich nicht einfach nur, um dich vom Schwert zum Schwertypi zu machen und so weiter. Und Mittelstufe war dann schon das eins weiter. Ja, nee, ist ja halt diese vier Klassen, die man sonst haben kann, dann da. Ja. Mal gucken dann da, bei wem es sich lohnen würde. Aber Waffen ist wahrscheinlich eher wichtiger, würde ich sagen. Also bei Marianne würde ich sogar empfehlen, auf Schwert und auf Magie zu gehen, wie gesagt, weil die halt auch das Sonnenschwert relativ gut nutzen. Okay. So, dann kaufe ich nochmal einen Miniaturbogen für Claude. Ja, hier noch einen Miniaturbogen für Claude. Ich habe immer so lange einfach kein Nahkonto, das ist, denke ich mal, eine gute Alternative erstmal. Ja, bis ich den Nahkonto habe. Und dann noch die Eisenpanzerhände. Ich denke ja mal, Moment, ich muss auf jeden Fall nochmal dann auf jeden Fall Kaspar finden, was er ja haben will, um ihn zu rekrutieren. Aber ansonsten bin ich mir noch unsicher, wen nehme ich noch sonst? Dingens da, Mercedes ist auch mehr Bogen, ne? Nee, ich glaube, die war bei Vernunft oder so, irgendwie sowas. Vernunft. Warte, kann ich ja mal eben schnell nachgucken. Okay. Aber ich meine, eigentlich habe ich doch schon jemanden mit Vernunft, Marianne, ne? Ja. Ja, ich denke, da würde ich dafür eher Marianne benutzen. Obwohl es sogar geht. Also, ich sag mal so, ich hatte am Ende vier Grimoris bei mir, also das ist schon okay. Okay. Und einer davon war Mercedes. Gibt viel Auswahl, die man hat. Viel Glück. Dann bei Alois. Arthur 2.0. Mit dem man übrigens auch ein S-Support machen könnte. Wow. Nein, den kann man tatsächlich mal Cloud sogar rekrutieren. Sogar. Okay. Ich finde sie so toll. Sie ist so cute. Sie ist so cute einfach. Und sie hat ja auch recht. Süßigkeiten sind besser als Gemüse. Nein, aber ich mag beides. Ja, ja, aber auch Süßigkeiten doch ein bisschen leckerer sind. Aber halt auf Dauer nicht so gesund halt. Ja, das stimmt. Also bei Casper musst du tatsächlich auf Stärke und Faust gehen. Ah, okay. Ich weiß nicht, was für eine Stärke war. Ich glaube, zwischen 10 und 20 muss es sein, glaube ich. Real Talk, ich finde es schlimmer, wenn es halt zu heiß ist. Ja,
Wobei sie will eher, dass man kalt sagt, aber. Nee, zu heiß mag ich es nicht. Eigentlich ist beides doof, aber zu heiß mag ich eher nicht. Ach doch, Mercedes will doch Bogen und Magie. Ja, gut, okay. Das ist schwer. Ich mag eigentlich beides. Ja. Die Sache ist halt so was Deftiges, also so, keine Ahnung, so Gerichte, wo du halt scharf zu essen kannst, so richtig deftige sind halt schon geil halt, ne? Aber auch so gegen süße Sachen hat man jetzt halt auch nicht. Das ist richtig schwer. Ja, das ist echt eine schwere Entscheidung. Ich würde auch tatsächlich vielleicht eher zu scharf tendieren, weil das sättigt dann mehr als süßes. Beziehungsweise das kann auch, ne, wobei es sättigt dann eher weniger. Man will dann eher noch mehr als süßes essen, aber scharfes sättigt dann eher. Deswegen ist ja scharf. Und ist gesünder. Ja, kommt drauf an, würde ich sagen. Also wenn es in Maßen ist natürlich, aber wenn man zum Beispiel bei den Asiaten sieht, so, ne. Ja gut, das stimmt. Zum Reis immer dazu. Okay, Rezepte sammeln machen wir. Okay, mit wem gehen wir essen? Heute, ich würde sagen, wir gehen diesmal mit Marianne. Und wer ist der vierte im Bunde? Leonie, Ignaz, Raphael oder Lorenz? Das ist schwer. Ich würde fast sagen, ich glaube, ich nehme Raphael. Ja, ich nehme Raphael. Der mag doch auch immer gerne zu essen. Ja. Aber ich weiß nicht ganz, ob das für ihn reichen würde. Ja, gut, das ist eine Frage. Ich glaube, das ist eine Suppe, ne? Ja, es ist eine Suppe. Ich glaube, die wird nicht reichen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich eine Leibspeise. So als Leibvorspeise wahrscheinlich eher. Ja. Würde ich auch sagen. So, mal so am Rande erwähnt, was das für eine Bedeutung hat, dass wir die Motivation erhöhen. Ich denke, das werden wir vielleicht noch gegen Ende des Parts sehen. Also, seien Sie da oder seid darauf gespannt, was dann passieren. Oder wozu wir das brauchen. Weswegen wir mit den Essen gehen und mit denen ganz immer reden. Das hat schon so seine Bedeutung. Falls euch das wundert, wenn ihr das noch nicht gespielt haben solltet, das Spiel. Wie wurde Thomas? Auch so ein Charakter, wo man sagen muss, okay. Weil wenn man weiß, was für Phase ist. Ja. Der schöne Amiibo-Ding. Amiibo! Weitere, dein Spielerlebnis. Ganz genau. Ich glaube, die sind auch so da von denen, wo ich das schon mal gescannt habe. Wobei, muss man das eigentlich jedes Mal scannen? Wobei, ich muss mal gucken, ob ich noch die Musik habe. Weil ich habe die von Echoes schon mal gescannt gehabt, Alm und Celica, und habe da coole Musik hören können. Okay. Mal gucken, ob ich ihren auch zur Verfügung habe in den Nebenquests, Nebenkämpfen. Ja, ich weiß, du bist immer noch zu haben. Ja, ich meine, schlecht sieht sie ja jetzt nicht aus. Ja, das stimmt. Deswegen verwundert mich das ja, dass sie noch niemanden hat. Ja, gut. Ja, du siehst wirklich sehr beschäftigt aus. Sagt sie schon von sich selber, dass sie ein Faulpelz ist. Hier gibt es noch nichts für dich zu tun. Ja, ich will auch gar nicht hin, ich will hier hin. Oder darf ich hier noch nicht hin? Okay. Nein. Warum auch immer. Ist zwar ein Weg dahin, ich wollte ja nicht in den anderen Bereich, aber okay, gut, dann nicht. Unsichtbare Wände. Ja, genau. Ach, wenn man gerade eben von ihm gesprochen hat. Tja, der ich angeblich entsprechen soll, laut diesem Quiz vom letzten Part. Sitzt auch nur ganz zufällig bei drei Damen oder so, ganz zufällig. Da kann ich nur empfehlen, wenn du ein bisschen was zum Nachnamen willst, mach mit ihm und Ingrid den Support, der ist ganz witzig. Warte mal, war das nicht so sogar? Stimmt, das geht ja, stimmt!
Wenn man den weiblichen hat, das habe ich mal gelesen, dann kann man den sofort rekrutieren. Ich habe mich gerade schon ein bisschen gewundert. Ich habe das mal so irgendwann mal gehört und das fiel mir jetzt gerade wieder ein. Okay. Ja, wir haben Sylvain. Was soll das denn? Interessant. Aber den werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Hier ist ein Bankdrücker. Also in Theorie machst du eigentlich alles richtig, wenn du den Weib. Ich weiß ja nicht, wie gut Sylvain ist, aber... Ich habe ihn auch nicht genutzt. Bin gespannt auf ihn. Ja, aber ist halt schon was. Man kriegt einfach mal so eine Einheit direkt gratis, ohne was dafür tun zu müssen. Ja, doch, musst halt die Weibchen Char auswählen. Ja, gut. Aber halt nichts irgendwie leveln oder so oder gewiss irgendwo einen Fokus drauflegen. Hätte man ruhig auch mit dem männlichen Char machen können. Ja, eigentlich genau. Schon, aber soll ja wahrscheinlich seinen Charakter unterstreichen, dass er halt so ein bisschen womanizer ist und. Ja. Vermute ich mal. Und das ist übrigens den, von dem du ja auch im letzten Part gesprochen hast, dieser Cyril. Genau. Ich weiß nicht, halt von dem nicht so. Ja, er ist auch so, er hat irgendwie auch kaum Relevanz, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe ihn genutzt und er ist auch gar nicht so schlecht gewesen. Okay. Hatte nice Support mit Petra gehabt. Hm? Ja, er hat tatsächlich auch nicht so eine geile Vergangenheit gehabt tatsächlich, aber das erfährt man auch nochmal in der Nebenquest tatsächlich mit ihm. Ah, und dann haben wir wieder den anderen. Kommen wir von einem zum anderen deiner nicht-favoriten Charakteren. Er ist interessant. Also, ich weiß nicht, so dieses liebe Nette into irgendwas, ich weiß nicht. Er ist halt wie Ignaz halt, er ist halt da. Wobei ich überlege ihn auf jeden Fall, weil ich glaube in einem der nächsten Kapitel schon dieser Herr ist, von dem er gesprochen hat, da vorkommt und dass ich ihn zumindest als Missionshilfe, glaube ich, nutzen werde wegen den Gesprächen. Aber ich glaube, jetzt nutzen, glaube ich, ja, also rekrutieren, ich glaube, das werde ich nicht tun. Ja, dich kann ich nicht rekrutieren, aber gut, ich habe Lucithi, also brauche ich dich nicht zu rekrutieren. Ja, das ist ein Arsch. Oder Marianne in der Theorie eigentlich. Ja. Aber wenn ich zugeben muss, dass ich Marianne tatsächlich auf beiden Magie werden. Sogar. Also hell und dunkel Magie. Fand ich auch nicht so schlecht. Was ist denn hier noch? Sogar mit einer Quest hier. Ach so. Ach, Claude, stimmt ja. Wenn der was hat, ist das ja klar. Oh, ich soll mich von dir fernhalten. Alles klar, Dedu. Da bin ich echt interessant, wenn man die Dimitri sieht, was da so passiert mit den Charakteren. Da bin ich dann auch gespannt. Tatsächlich mochte ich am Anfang Dimitri am wenigsten. Ja, war bei mir auch so. Ich bin dann auch gespannt, wenn ich seine ja dann ein bisschen mehr parallel spiele hierzu. Aber jetzt ein bisschen erklären, okay. Okay. Gut, ist für uns nichts mehr Neues, kennen wir schon alles. Jetzt eher Zuschauer-Support hier. Aber das ist wichtig, damit man gewisse Einheiten rekrutieren kann. Weil man braucht die Lehrer, um sich selber sozusagen, also seine eigenen Werte zu steigern. Ach ja, stimmt, beim Training hat man ja nicht mehr so eine For-Free-Aufgabe, ne, die man immer wieder machen kann. Ne? Ich glaube, die hat man nur normal. Ich war auch irgendwie blöd, sodass du nur bedingt wenig trainieren kannst. Ja. Genau. Also, ich meine, gut, immer noch mehr wie in Fates, aber. Ne? Ja, das stimmt. Also Fates-Herrschaft natürlich, aber. Ich weiß, ich bin so ein Fan davon, wenn dir ein Spiel sagt, so, hey, du sollst nicht trainieren oder so viel trainieren. So, das darf ich natürlich auch nicht vergessen hier. Ich muss ja meine Eisenhände nutzen.
Ach ja, und der Übungsplatz, das war auch so eine Anfangs, so ein Raum, wo ich dachte, wie kommt man hier hin? Weil den sieht man ja auf der Karte so ein bisschen abseits. Ja, ich bin erst mal die Treppen hochgegangen und dachte mir so, komme ich da jetzt so rein, aber nö. Nee, man muss einfach die Tür da, den gelben Pfeil da ja immer ansprechen. Hm. Bin aber auch blöd gemacht, dass du den gelben Pfeil davon ansprechen musst. Ja. Ingrid ist auch interessant, vielleicht. Sie ist ja so eine Instant-Pegasus-Ritterin halt, das weiß man halt. Pegasus? Na, das wäre eine Überlegung wert, würde ich fast sagen. Das habe ich ja eigentlich nicht so in der Art. Oder könnte man Leonie dazu machen? Fähigkeit und Fliegen. Das wird nicht so einfach. Also ich kann so viel sagen, sie erlernt auch, ich glaube auch sie erlernt den Delta, die Delta-Attacke sogar. Leonie. Hier, Ingrid. Leonie auch, glaube ich. Okay. Ich glaube, sie spielt. Muss ich mir überlegen, oder nehme ich dich? Du hast auch noch eine Idee, weil richtig Schwert habe ich eigentlich nur halt bei Les und sonst habe ich keinen, der richtig Schwert eigentlich nutzen kann. Ja, dafür wäre halt, glaube ich, noch die Ignaz ganz gut gewesen, aber... Er wird halt am Ende so ein bisschen Robin Hood-mäßig irgendwie, ich weiß nicht. So aussehen hin. Aber da sind sicher genau die beiden richtigen. Schweiß abwischen. Alles klar. Kein Kommentar. Ich dachte schon, die kannst du jetzt auch einfach rekrutieren. Ja, das wird mich jetzt auch verwundert, aber nee. Nur nochmal, guck nochmal, Stärke und Faust will er auf jeden Fall haben. Hohe Kraft. Naja, eigentlich nicht, aber... Es ist beides wichtig. Ja. Also ich will nicht sagen, da gibt's irgendwas, was jetzt wichtiger ist. So. Ja. Ich bin ja überlegen, glaube ich, Raphael dann zu einem Ritter, glaube ich, zu machen. Ich denke, das wäre vielleicht für ihn dann noch ein was Passenderes, glaube ich. Hm. Habe ich das am Anfang auch erst gemacht, aber am Ende mich dann doch für Sumo-Ringer entschieden. Ach, man muss erstmal dahin gehen. Och, ernsthaft? Ich dachte, man könnte so schon immer dahin. Oh. Naja, gut zu wissen. Naja, gut, der Weg ist jetzt auch nicht so weit, also von dem her gesehen. Ja, aber sich supporten ist ja doch immer angenehm. Ja, das stimmt. Aber gut, sehen wir mal diese tolle Kulisse hier. Es sieht halt auch echt gut aus. Ja, das stimmt. Und bei ihr erzählt es, glaube ich, erstmal über die ganzen Häuser. Alles klar. Oh Gott, will ich das wirklich jetzt sehen? Er sagt ja, er erklärt ja halt alle Häuser halt. Ja. Also ich überlege, ob das wichtig ist jetzt, aber ich denke mal ja nicht. Ich hab's mir nur mal abfotografiert gehabt und zwar wichtig, aber gut. Jetzt sagt er es mir trotzdem. Aber das erfährst du halt nur über das Haus. Ich würde es besser finden, hätte man das auch mit den anderen beiden. Ja, man hört zwar am Anfang so ein bisschen halt von den Charakteren, aber auch nicht so viel. Man kann ja jeden von den Sprechern da ja nach jedem Charakter fragen am Anfang, aber so viel ist es ja auch nicht. Ja, komm, darauf freue ich mich bereits. Ferdinand war sogar der Letzte, den ich bei meinem zweiten Run sogar rekrutiert hatte. Okay. Weil er beim Reiten noch was gefehlt hatte. Ich könnte ja jetzt halt Sylvain nehmen, aber... Ja... Also ich weiß ja nicht, wie der sein wird, aber ich habe halt selber noch nicht gespielt. Ja, ich weiß auch nicht so wirklich. Ich denke mal, der wird schon so ein Ferdinand-Fall. Also am Anfang halt echt nicht so gut und dann gegen, sag ich mal, paar Klassenstufungen ist er schon dann echt mal. Ja, ich vermute das wahrscheinlich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dann da wie am Ende Ferdinand so oft gekrittet hat. Das hat mich so überrascht, weil das waren jetzt akzeptable Raten vor allem Dingen, aber naja. Vor allem sein Langspeer hat mich am Ende beim Finale gerettet, tatsächlich bei Edelgards Run.
Ah, ist echt eine schwere Entscheidung, ja, wen ich da nehme dann, wenn ich rekrutieren werde, außer halt jetzt noch Kaspar. Hm. Schwierig, schwierig. Ansonsten, ich weiß nicht, wann der Part kommt, aber falls ihr einen Vorschlag hört, könnt ihr den in die Kommentare schreiben. Ich habe so irgendwie das Gefühl, das Video wird dann schon längst online sein, aber... Beziehungsweise, ich werde schon viel weiter sein, aber naja. Also ich muss sagen, ich habe die beiden halt noch am Ende halt dann benutzt, ne? Also, ja. Also die beiden kann man auch rekrutieren dann. Ja, also Flayne bekommst du ja sowieso. Mhm. Und ZF bekommst du dann auch einfach. Okay. Dazu. Na gut, wäre auch eine Überlegung wert. Und ich finde halt ihn als Wyvern halt echt nice. Und ich sag mal so, du kannst halt Flayne auch zu einer richtig guten Grimory machen. Also, das Problem ist ja bei Flayne, tankt halt nichts. Ja. Aber ich weiß nicht, sobald man die zum Grimory hat, ist sie halt auch echt stark. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich versucht, sie mit dem Pegasus zu pushen. Mhm. Aber das war halt eher so vergebens halt, ne? Ja, so ging das bei mir auch ungefähr. Weil die halt mit dem Speer angreifen zu lassen, dass sie physisch rangeht, das ist halt falsch. Ja, das stimmt. Ich wollte ja noch diesen Weißritter machen oder so, aber das hat auch, glaube ich, nicht wirklich geklappt. Dann habe ich sie, glaube ich, zu einem Bischof gelassen. Mhm. Fällt doch jetzt gerade auf, was Lorenz für eine komische Frisur hat. Ja, irgendwie so hinten so irgendwie ganz kurz und vorne irgendwie so komisch. Sieht eher wie eine Frauen ja. So aus, finde ich. Ja, das stimmt. Weil die Haare so komisch liegen. Gut, aber hier kann ich mich ja teleportieren, hier war ich ja schon. Also genau die beiden Richtigen in der Bibliothek. Linhard und Ignaz. Der Meme-Charakter. Okay. Er besteht hier aus Lin und Reinhard. Die ja für mich gefühlt eigentlich nur wegen Memes so Fame haben. Lennart ist irgendwie auch so ich weiß nicht, ich fand den so nichts halbes und nichts ganzes. Ja, er hat zwar seinen Job ganz gut gemacht, aber ich will dich nicht haben. Ich hab Marianne, da brauche ich dich nicht. Das war. Ja komm, die lese ich mir jetzt nicht durch die ganzen Texte da. Das ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber das ist wichtig hier, dass ich die blauen Punkte hier nehme. Oh ja. Weil der ist, glaube ich, für die Quest nämlich wichtig, ja genau. du solltest diese Orte einmal selbst besuchen. Ich muss halt echt sagen, ich fand irgendwie am ersten Mal, ich hatte echt gedacht, der sei eher weiblich und nicht männlich. Das dachte ich bei einigen Charakteren tatsächlich, dann wurde enttäuscht. Vor allen Dingen bei Linhard dachte ich, ist der jetzt Junge, ist das jetzt Mädchen? Ja, das könnte man wirklich auch denken bei Linhard. Also ich habe es erst erkannt an der Stimme. Ja. Ach, da haben wir den. Der andere Lehrer da, der nur da ist. Hannemann. Hab den auch nie wirklich genutzt, auch wenn man den irgendwann spielen kann. Mhm. Vielleicht mache ich immer mal so einen Lehrer-Run, aber. Sogar muss man aber auch halt die Ritter nehmen, die ja nicht eigentlich richtig Lehrer sind, aber. Ja. Aber eine von denen hat ja schon eine Signature-Waffe, also von dem her. Okay. Die man ja später noch bekommen. Soll ich nicht irgendwie. Ach nee, in einem anderen Raum, okay. Das ist sogar Geralds Zimmer oder so. Ja. Das ist mal Zimmer.
Ja, stimmt, hier, das ist für diese, für seine Quest, genau, die Taktiktafel. Damit wir endlich Bataillone nutzen können, was ganz Neues. Im Items-Menü kannst du die Items im Lager... Ach nee, das ist Items. Ja, okay, das ist unwichtig. Ich dachte, das ging jetzt um die Bataillone, die neu sind. Habe ich das vorgelesen, aber sonst nicht. Okay, dann gehen wir noch hier nach oben. Reden mit weiteren Leuten. Oh, echt auch krass, wie viele Leute hier sind im Kloster, mit wie viel man reden kann. Oh ja. Und sich alles hier ausgedacht wird. Manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber gut. Ja, das stimmt. So, und dann haben wir noch zum Abschluss die gute Rea. Ja komm, sag mir was, damit du glücklich bist. Ja, so weiß man halt auch nicht so, ob sie jetzt wirklich so clean ist, wie man denkt. Ja. Schon also ich meine, wenn man weiß, was passiert ist, was sie angestellt hat oder so, ist halt... Ja. Das stimmt. Sie ist ein schwieriger Charakter, sag ich mal. Ja. Wenn man gewisse andere Entscheidungen trifft in der Story, wird man das auch auf jeden Fall sehr deutlich sehen. Okay. Vermute ich mal. Choranmeldung. Jetzt noch die ganzen Quests hier abschließen hier. Ne, wir eigentlich fast nichts machen hier, aber... einfach nur an gewisse Orte hinrennen. Ja, ganz gut, kann man sich ja dahin teleportieren. Ja, das stimmt. Da fehlt ja nur noch erfahren, mehr über die Kinder dabei, so passt ja. So, dann können wir auch nochmal kochen. Mit wem kochen wir denn am besten hier? Niemand aus meinem Haus... Nö, niemand aus meinem Haus will mitkochen. Also Mercedes und Manuela, also bei Manuela weiß ich, sie kann kochen. Na komm, dann nehmen wir Manuela. Die Namen. Gesegneten Gelee. Unsterblichkeitseintopf. Aber gut, das Kochen hat ja auch noch so einen Vorteil, weil das ja für einen Kampf die Werte steigert. Oder einen Wert, besser gesagt. Nur. Glaube ich. Ich finde es interessant, wie es da gemacht wird, wie es so animiert wird, weißt du? Ja. Erstmal fett Feuer in der Pfanne. Also wäre im normalen Leben, glaube ich, da so Feuer, ich würde da Sorge haben irgendwie, dass das vielleicht nicht so ganz richtig ist, wie ich koche. Ja, also normalerweise sehe ich so Flammen halt eher unterm Herd halt, also gibt es ja so manche Herddinger halt. Ne? Ja, so Gasherde, genau. Aber in der Pfanne würde ich eher denken, oh, vielleicht habe ich da doch ein bisschen was falsch gemacht, vielleicht ein bisschen zu viel Wärme reingesetzt. Ach, ja mal. Ach du, genau. So, was sollen wir jetzt machen mit der Chorleiterin und mit CTS? Okay, beide im Dom. Ja. Können wir zwar leider nicht mehr singen, weil ich jetzt schon gekocht habe, aber wir werden, denke ich mal, auch das Singen noch sehen. Ich habe das halt nie gemacht. Ja, ich recht selten. Außer es wird halt im Kalender gefragt, ob man das machen möchte, aber sonst habe ich es halt nie gemacht. Der einzige Vorteil ist ja auch, glaube ich, man kriegt Vernunft. Ich glaube, man selber, die Einheit, kriegt halt noch Autorität und halt dann noch halt die Beziehungen zueinander, mit denen man singt. Aber sonst hat es keinen wirklichen Nutzen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob man spezifisch sogar auswählen kann, wie man da haben möchte. Ja, doch, das kann man auswählen. Zwei Stück kann man da auswählen. Ja, aber ich habe es ja, wie gesagt, immer nur vom Kalender aus angenommen. Da ist ja random, mit welchen. Ja, genau, da sind die fest. Das stimmt. Gut, dann kommen wir jetzt zu eigentlich einem der großen Hauptaspekte in dem neuen Spiel, in Fire Emblem Three Houses. Das Lehrer sein. Genau. Wir dürfen den Schülern sagen, wo es lang geht.
Deine Studenten erhalten Fähigkeitserfahrung, wenn sie Einzelunterricht erhalten. Dadurch steigt ihr Fähigkeitslevel und sie lernen neue Fähigkeiten und Kampftechniken. Wie viele Personen du Einzelaktionen geben kannst, hängt von deinen oben angezeigten Aktivitätspunkten ab. Wenn du Studenten eine Gruppenaufgabe zuerst erfolgen, sie diese Aufgabe, bis du sie änderst. Nach den ersten Lehrstunden jedes Monats kommen mitunter deine Studenten mit einer Frage zu dir. Gefällt ihnen deine Antwort, steigt ihre Motivation. Ja gut, ich denke mal, ich gehe jetzt mal nur so im Schnelldurchlauf durch jetzt alles hier durch. Beziehungsweise Claude macht das schon für uns. Ist halt so halt, man kann halt verschiedene Ziele auswählen, die ganzen Charaktere ihren Fokus legen wollen, sollen, tun müssen. Ja, manchmal aber einfach so was eigentlich, wenn ich so sehe, okay, ich brauche da ein bisschen was ich für eine Stufenerhöhung, ja, meinte schon. Genau. Genau, haben dann auch noch Stärken und Schwächen. In welchen, wo sie schneller leveln und in manchen, wo sie dann nicht so schnell leveln. Ja. Naja, das sind dann halt die allgemeinen Ziele, die sie halt dann über die Woche trainieren. Und das halt mit der Frage Motivation. Das, was wir erhöht haben durch das Essen beispielsweise, man braucht halt die Motivation, sonst haben sie keinen Bock zu trainieren sozusagen, in den Einzelunterricht zu gehen. Ja, aber immer nur Edelgard-Spieler angezeigt, wenn man sowas, ne? Ja, immer nur Edelgard hier die Route als Tutorial genommen. Wirklich echt so. Gruppenaufgaben ist halt mit den drei Bewegungstypen Reiterei, Rüstung und Fliegen, die man dann halt noch aufleveln kann mit zwei Charakteren. Ja. Und dann noch Examen, das ist halt der typische Klassenwechsel, was wir am Anfang geredet haben, weswegen ich die Primärsiegel gekauft habe. Genau. Geht aber erst ab Level 5. Und dann halt Level 10 und so weiter und so fort. Man muss natürlich auch die jeweiligen Stufen der Waffen haben und sowas. Ganz genau. Beziehungsweise muss man nicht unbedingt, aber dann ist die Chance halt geringer, dass es dann auch klappt, das Examen. Genau. Habe ich auch schon mal mit 71, dass das nicht geklappt hat. Aber auch schon mit 50. Also das ist, kann so darauf ausgehen, wenn man da nicht auf 100% geht. Das klappt natürlich immer. Also ich habe es geschafft, mal mit 36 mal eins hochzukommen. Okay, nicht schlecht. Gut, also Claude ist, denke ich mal, klar, dass wir Claude nehmen. Du hast in Achse sogar ein verstecktes Talent. Das bedeuten die drei Sterne. Reiterei sogar auch. Ich würde überlegen, sogar ihn zu einem Bogenritter zu machen. Ich würde tatsächlich sogar ein bisschen auf Fly gehen. Das sage ich aber nur, weil ich was Bestimmtes weiß, deswegen... Ein bisschen auf Fly kann man mit denen auch gehen, tatsächlich. Okay. Also kann man gehen. Dann würde ich jetzt fast sagen, dann packe ich ihn und Leonie auf jeden Fall in die Gruppenübung dann mit Fliegen rein. Auf jeden Fall Bogen erstmal. Bogen ist klar. Dann fangen wir jetzt mit Bogen an. So, wen nehmen wir dann noch? Dann würde ich sagen, ja, Sylvain, genau. Ja. Da wäre jetzt auch. Ne, ich würde sagen, wir nehmen mal Marianne. Oder ne, Lucithia, ja, wir nehmen Lucithia, ja. Die werden so gute Sachen, die macht so viel Schaden irgendwann mal. Sie hat in Schwert, Lanze und Axt einfach mal ein Negatives, aber in Schwert komischerweise dann auch ein Plus-Ding, also ein verstecktes Talent. Ah, ja, braucht man in der Regel eigentlich, finde ich nicht. Nee, ich denke auf jeden Fall, diese Werte hier sind eher ihre wichtigen, wo sie auch ihren Boost hat. Genau. Also am Ende hast du, aber ich habe bei ihr nicht mal Waffen gegeben, sondern einfach nur Ausrüstung und zweimal Mixtur, also halt zwei High-Items halt. Mehr brauchst du bei dir nicht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch Hilda. Nehmen wir noch Hilda. Kriegst eine Axt. Oder gut, Hilda könnte man eigentlich auch zu so einem Ritter machen, aber Axt ist so eine, wobei sie hat sogar noch eine, so ein Talent in Rüstung. Soll ich es vielleicht sogar machen? Also, du warst tatsächlich bei mir eine Zeit lang eine Reiterin. Ich weiß gar nicht mehr, was sie am Ende bei mir war. Ich bin echt gerade unsicher, was sie da war. Ich glaube, die war sogar was. Stimmt, die war was Fliegendes. Okay. Also ganz zum Ende hin. Interessant. Wo es dann für mich ins Finale ging.
Marianne hat sogar auch einen Booster dabei fliegen, okay. Mhm. Wenn es sogar 3 Sterne Erfolgsrate, nämlich sogar Marianne. Hm. Na, ich nehme Leonie. Sie ja doch auch im Fliegen drin ist. So, und eure Ziele. Ich würde sagen, das denke ich mal ist okay. Bogen und Ding. Lanze und... Du sagst es auch, dass sein Dunkelmagie auch was, ne? Könnte er was? Ja. Kann man definitiv so lassen. Okay. Ich würde irgendwann vielleicht nebenbei ab und zu mal ein bisschen das Reiten, vielleicht ein bisschen beim Steck. Ich finde die nämlich als Reiter, als, wie gesagt, später als Dunkler hier wie nennt man die? Also halt die dunkle Magie auf dem Pferd haben halt, ne? Mhm. Also das passt bei ihm halt eigentlich am besten, finde ich sogar. Okay, Marianne mit Schwert. Hm. Würde ich, wie gesagt, machen, weil wegen dem Donnerschwert, was man irgendwann bekommt. Ja, stimmt, das Donnerschwert gibt's ja auch noch, okay. Ich dachte jetzt schon nur... Ja, verwechselt mit Lucicia war ja die ein Schwert, ja, das Negative, aber Marianne hat's das ja nicht. Ist auch der einzige Grund, warum man das, finde ich, hochleveln sollte. Einfach nur wegen dem Donnerschwert. Ja. Und ich glaube sogar noch wegen der Signature-Waffe, glaube ich. Also halt mit einer Waffe, die man aus daneben bekommen kann. Okay, gut, dann denke ich mal, passt das soweit. Ich glaube, die einzige Änderung, die ich gemacht habe, war bei Raphael, dass er halt eine Rüstung hat. Mm. Ja, lohnt sich aber auch bei ihm. In letzter Zeit zeigen mir die Damen die kalte Schulter. Wahrscheinlich fühlen sie sich durch meine adlige Präsenz eingeschüchtert. Wie kann ich zugänglicher erscheinen? Sprich über deine Interessen, das löst die Spannung, erzähl einen Witz, bring sie zum Lachen, das ist deren Problem, nicht deins. Oh, schwer. Eigentlich würde ich ja fast sagen, zu ihm eher das untere, aber... Nee, ich würde wahrscheinlich eher sagen, tatsächlich das oberste, glaube ich. Ich denke, das ist, eigentlich das, was man eigentlich machen sollte in diesem Fall, würde ich sagen, aber... Ich würde fast sagen, eher zu Lorenz würde wirklich eher die untere Frage, die untere Antwort passen. Ah, das stimmt schon. Aber wenn ich bei ihm und bei Ferdinand und bei dem anderen da, Silvian, wie der Typ heißt, gehe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich eher in so eine Richtung in irgendwie manchmal. Ein bisschen lieber gerne. Ich nehme das hier. Ja, es war sogar richtig. Normal. Ja. Lorenz ist echt so ein Typ, so Hauptsache bei ihm stimmt alles. Hauptsache er ist, Hauptsache die anderen sind falsch. Er ist immer korrekt. Oh ja. Claude auf einem Wüwern. Interessant. Aber gut, es ist ja so, dass nur weibliche auf einem Pegasus reiten und männliche nur auf Wüwern. Oh, war sogar perfekt. Sehr schön. Niemand lernt was. Raphael hat Geburtstag. Ja, da geben wir doch gerne Blumen. Oh ja. So. Ach, hab ich das noch gar nicht an hier. Aber so, wir können sowieso nur Kampf machen. Ja, gut. Schauen wir mal kurz rein in den Kampf. Aber ich denke, den Kampf machen wir dann beim nächsten Mal. Mhm. So, optionale Kämpfe, genau. Dann können wir auch gleich mal testen, ob das mit der Musik dann auch noch da ist. Das würde mich nämlich auch noch interessieren. Übung für den Ernstfall. Eine Übung für den Ernstfall mit den Rittern der Saros. Dabei werden die Bedingungen einer echten Schlacht simuliert. Ja, wir üben jetzt erstmal ein bisschen hier. Wir schlagen uns zwar die Köpfe ein, aber erstmal ein bisschen üben hier für den Ernstfall. Kann man ja mal machen. Das Böse wegmachen. Ja, genau. Die bösen, bösen Ritter der Saros. Ein Gefühl der Vertrautheit. Ach so, Bataillone kommen jetzt noch ins Spiel. Stimmt ja. Genau, Bataillone können wir jetzt zuweisen. Eine neue Aktion, wo man sich so eine kleine Armee dazu holen kann und dann halt noch mehr abgehen kann, gefühlt. Genau, weil dann gibt es diesen sehr komischen deutschen Namen Strategeme.
Ich finde den Namen voll gebraucht. Ja, so dumm. Also an sich lustig, das habe ich das bisher nur genutzt wegen einer bestimmten Sorte von Gegner, die wir ja, denke ich mal, auch noch bald sehen werden. Ja. Und das ist halt noch mit Support Bonus, den man da auf diesen Strategen bekommt. Gut. Ich meine, die Idee ist schon ganz cool, vor allen Dingen so einzelne Sachen sehen echt nice aus, so. Das stimmt. Aber wenn ich die tatsächlich relativ selten benutze. Können sogar alle benutzen, das finde ich auch ganz schick. Stahlschwert sogar, interessant. Die Frage ist, möchtest du Silvian mitnehmen halt, ne? Ja gut, aber... Ja, komm. Das ist halt nur so dabei. Aber der gibt mir einfach einen Goldbeutel. Das finde ich ja mal nett von dem, dass der mir einfach einen Goldbeutel schenkt. Ich glaube, das ist bei einigen so, die man rekrutiert. Ja, ich glaube auch. Dass sie sowas haben. Ja gut, du hast noch deine Eisenaxt. Lorenz hat noch seine Lanze. Marianne hat noch ihre Nosferatu und das Übungsschwert. Wobei, wir haben doch jetzt auch noch ein Eisenschwert, ne? Ja genau, dann kannst du auch das Eisenschwert benutzen. Raphael ist mit den Eisen, wobei ich hätte für dich vielleicht auch noch eine Eisenaxt holen sollen. Naja, egal. Ja gut, kannst du die von Claude nehmen eigentlich. Ja, stimmt. Die brauche ich erstmal und sowieso nicht, würde ich sagen. Nee. Muss ich aber hier machen. So, Raphael, du kriegst die Eisenaxt. Ignaz, ja, du bleibst dein Bogen. Leonie bleibt bei Lanze und Sylvain bleibt bei der anderen. Aber dein Goldbeutel nehme ich mit. Um den direkt erstmal zu verkaufen. Bei der guten Anna. Ich sage schon Level 3. Macht die gute alte Anna. Andere würden jetzt heiß her darüber über sie herspringen. Ja, gewisse andere. Aber ich glaube mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, er hat ja mittlerweile Bernadette für sich. Ja, ich glaube auch. Eine bessere Wahl, würde ich definitiv sagen. Ja, ich glaube. Zumindest charakterweise. Also Aussehen ist okay, aber charakterweise finde ich Anna jetzt, naja. Beste Einheit in Awakening, Kappa. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Nico hört nicht rein. Aber ich wollte noch eben. Du hast in Awakening viele Chars, die du nicht wirklich brauchst. Ja, das stimmt. Ah ja, du hast schon die Söldner von Geralt, das ist okay. Du hast die Soldaten noch. Die haben ja sogar schon einige welche. Okay, interessant. Wie haben wir denn noch? Ach nee, das sind sogar alle. Wir haben sogar keine mehr. Ja gut. Da kann ich ja nicht mehr mit Bataillonen noch machen hier. Na gut. Na gut. Dann würde ich nochmal kurz eben auf der Map nochmal gucken, ob hier irgendwas gefährlich ist oder so. Aber dann würde ich sagen, beenden wir und im nächsten Part dann der tolle Übungskampf gegen die Serros-Soldaten. Ja. Aber scheint mir erstmal so auf dem Niveau zu sein, wie auch das, der Übungskampf war sozusagen gegen die anderen zwei Häuser. Ich glaube, die haben auch alle nur Speere, glaube ich. Ich glaube, nur ein paar. Nee, ich glaube, es gibt nicht mal einen, der ein Schwert hat, glaube ich. Nee, die haben alle eine Lanze. Beziehungsweise einer hat halt also noch einen Goldbeutel, den er mir überlässt, wenn ich ihn besiege. Also sprich, Hilda wird hier sehr viel Spaß haben, denke ich mal, mit ihrer Axt. Ja, wobei man ja sagen muss, das richtige Waffendreieck, wie es ja früher gibt es ja hier nicht mehr. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also nicht so ganz so wirklich mehr. Also man merkt es schon noch leicht, aber es ist, ja. Ja, also ja. Es ist nicht mehr so. Früheren konnte man mit beispielsweise mit einem Schwert einen Lanzenträger gar nicht treffen. Das ist nicht mehr so. Aber nicht sogar schon seit Echos so, weil ich glaube, Echos war es auch schon gefühlt. Ja, Echos hatte das, glaube ich, sogar gar nicht, weil da gab es keine Äxte, die man nutzen konnte. Da konnte man nur Schwerter und Lanzen benutzen. Stimmt, das ist schon ewig wieder her, dass ich das Ja, kein Problem. Naja, gut. Ich denke mal, das Kapitel dürfte ja nicht ganz so anstrengend werden. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke wieder dir fürs Dabeisein. Link zu seinem Kanal sehr, sehr und in gerne. Der Beschreibung. Ehre, Hashtag Ehre in den Chat, ja, vor allen Dingen Chat. In die Kommentare. Wer weiß, vielleicht mache ich das hier als Premiere und dann kann man das auch als Chat nutzen. Jetzt hast du einen Grund, das erst recht zu machen. Ja, an sich hast du recht, das stimmt. Naja gut, in dem Sinne würde ich sagen, schönen Tag, schönen Abend, was auch immer bei euch gerade los ist und ja, bis denn und tschüss. Bye-bye.